Hi Freunde, Dennis hier, aka Fragrance Dog. Heute habe ich mal drei Classic Lady Düfte, auch mal für die weiblichen Zuschauer da draußen, weil man präsentiert ja allgemein wenig Frauendüfte. Und starten wir gleich mal richtig durch, und zwar mit Platz 3, Guerlain Samsara. Richtig schöner Flakon. Ja, Samsara ist ein orientalischer Duft, finde ich. Bergamotte, Pfirsich, Iris, Jasmin, Sandelholz. Ja, richtig. Er kommt ein bisschen älter rüber, hat einen kleinen älteren Touch. Aber es können trotzdem jüngere Damen tragen. Was heißt jünger? Jetzt keine 18-Jährigen. Aber ab 28 aufwärts ist dieser Duft gut. Vorsichtig mit der Dosierung, er ist schon sehr stark, auch in der Ausstrahlung. Und für den Hochsommer ist er nicht unbedingt geeignet, finde ich. Das ist übrigens das Samsara Eau de Parfum. Gibt es auch als Eau de Toilette. Hier das Eau de Parfum. Also kann man zum Ausgehen, zum Essen gehen, gut benutzen. Ab 28 Jahre oder ja, 30. Ab 28, 30 kann man ihn gut benutzen. Jünger würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil das ist schon ein Duft für die etwas reifere Dame. Damit meine ich also keine Jugendlichen. Ja, Platz 2 kommt von Creed, und zwar Love and Black. Schöner Flakon von Creed hier für die Dame. Ist ein pudriger Duft. Veilchen, Rose, Johannisbeer, Gewürznelke sind die Inhaltsstoffe. Schöner, blumiger Duft, den man auch hier sehr gut zum Essen nehmen kann und zum Ausgehen für Geburtstage und all sowas kann man ihn sehr gut gebrauchen. Haltbarkeit liegt hier auch bei 8 bis 9 Stunden und die Ausstrahlung ist auch auf jeden Fall präsent. Da ist man ja bei Damendüften, ja, meistens sind sie immer präsent. Man nimmt sie schon sehr gut wahr, manchmal oder weit oft mehr als bei Herrendüften. Creed mit Love in Black auf 2. Ja, und auf Platz 1 kommt ein Chanel-Duft, und zwar Nummer 5, Eau Première. Allerdings nicht das andere, sondern dieser, ein richtig schöner blumiger Duft mit Jasmin, Vetiver, Sandelholz, Vanille. Und dieser Duft geht überall. Auch im Sommer, nur natürlich nicht mit 10 Sprühern, sondern mit 2 reicht völlig aus. Ein sehr schöner Begleiter für die Dame. Überall Geburtstag feiern, Konfirmation, Taufen, auch Beerdigung, obwohl das immer noch so ein Thema ist, benutzt man da überhaupt Düfte. Aber der geht überall. Das ist noch die ältere Version. Inzwischen gibt es eine neuere. Die wurde, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, auch überarbeitet. Allerdings ins Positive. Riecht fast eigentlich wie dieser Duft, nur dass der ältere noch etwas pudriger ist. Ja, das ist schon ein sehr, sehr, sehr genialer Duft, den Chanel gemacht hat. Aber es ist ja auch mal die Frage, wie viel Fehler macht Chanel überhaupt? Oder so, gut, man muss sie jetzt nicht zu hoch loben, aber sie machen eben schon sehr gute Düfte. Eau de Premier von Chanel. Ja, das waren die drei. Auf jeden Fall Samsara von Guerlain. Eigentlich immer tragbar, aber für die etwas ab 30-jährigen Frauen. Love in Black, pudrig, für viele Situationen zu gebrauchen. Und Chanel Eau de Premier für fast alle Gelegenheiten. Das sind wirklich Classic und sehr gute Düfte. Vom Preis her allerdings auch natürlich etwas teuer. Hier die 30er kostet, glaube ich, schon 60 Euro. Eau de Premier von Chanel muss man gar nicht reden. Die große hier über 100 Euro. Und Creed wissen wir, da bist du bei 200 Euro. Aber das sind wirklich sehr, sehr gute Classic, geniale Classic-Düfte für die Dame. So, das war's für heute. Abonniert meinen Kanal, klickt auf die Glocke und dann sehen wir uns das nächste Mal. Fragrance Store.